Nach diesem Video werdet ihr Deutschland nie wieder mit den gleichen Augen sehen können. Denn ich habe für euch einen gruseligen Eisberg zusammengestellt. Ein Eisberg, der gefüllt ist mit den unterschiedlichsten deutschen Mysterien und Legenden. Mit gruseligen Vorfällen und seltsamen Kreaturen, die in Deutschland gesichtet wurden. Ihr werdet in diesem Video alles Mögliche erfahren, aber ihr werdet vor allem eine Sache verstehen können. Und zwar, dass Deutschland unfassbar gruselig ist und hier Dinge vorgefallen sind, die man sich niemals hätte vorstellen können. In diesem Video werden unterschiedlichste Mysterien drankommen, über die ich schon einmal ganze Videos gemacht habe. In den Punkten, wo ich das eben mal gemacht habe, findet ihr diese Videos in der Beschreibung verlinkt, falls ihr mehr erfahren wollt. Aber ansonsten lehnt euch zurück und genießt das Video. Auch für die Leute aus Österreich und der Schweiz habe ich jeweils ein Mysterium eingebaut in den Eisberg, weil es nicht so viel gibt aus diesen Ländern. Also, viel Spaß und ich hoffe, das Video gefällt euch. Fangen wir mit Ebene 1 an. Die Ebene, wo die meisten Mysterien relativ bekannt sind. Nicht nur in Deutschland, sondern auch international. Das macht sie allerdings nicht weniger mysteriös und unheimlich. Hinter Kaifeck. Im Jahr 1922 passierte auf einem abgelegenen Bauernhof namens Hinterkaifeck in Bayern etwas Unerklärliches. Denn am 31. März 1922 wurde die sechsköpfige Familie Gruber, die auf diesem Hof ansässig gewesen ist, von einer unbekannten Person beseitigt. Dabei wurden die meisten Körper in der Scheune gefunden, so als hätte irgendwer sie mitten in der Nacht dort hineingelockt und dann von hinten attackiert. Erst Tage nach der Tat wurden die Körper von Nachbarn aus dem Dorf entdeckt. Dies passierte, weil die Familie seit einigen Tagen nicht mehr gesehen wurde und auch sonst kein Lebenszeichen existierte. Niemand war zur Kirche oder Schule erschienen und auch der örtliche Postbote war verwundert, dass der Bauernhof so leer wirkte. Auch wenn es Anzeichen gab, dass irgendwer auf dem Hof noch gelebt hatte, weil Tiere versorgt wurden und ein Feuer im Ofen gebrannt hatte, machten die Leute sich trotzdem Sorgen. Die Polizei stellte später fest, dass der bis heute unbekannte Täter scheinbar im Haus gewohnt hatte. Scheinbar hatte er sich über einen längeren Zeitraum im Haus versteckt gehalten und abgewartet, bis die Familie schläft oder das Gelände verlässt, um sich daraufhin unbemerkt auf dem Gelände zu bewegen. Fußabdrücke, die die Familie zuvor im Schnee entdeckt hatte, die zum Haus führten, aber scheinbar das Grundstück nicht mehr verließen, belegten, dass irgendwer sich im Haus versteckt haben musste. Auch nach der Tat blieb der Täter vermutlich noch einige Zeit im Haus wohnen. Dies würde zumindest erklären, wieso ein Feuer im Ofen brannte und die Tiere alle versorgt gewesen sind. Zwar gab es in den vergangenen Jahrzehnten viele Spekulationen, was damals auf dem Hof Hinterkaifeck passiert war, doch bis heute konnte kein Täter festgestellt werden. Vermutlich bleibt dieses Mysterium, das häufig als das bekannteste Mysterium Deutschlands bezeichnet wird, auch die nächsten Jahrzehnte noch ein Rätsel. Quecksilberspritze. Dieser Fall sorgte im Jahr 2011 für internationale Schlagzeilen, denn es klingt zu schrecklich, um wahr zu sein. Am 15. Juli 2011 war ein 40-jähriger Familienvater auf dem Rückweg von seiner Arbeit, die in der Innenstadt von Hannover gelegen war, zu seiner Familie. Und dabei passierte etwas Seltsames. Ein ihm unbekannter Mann ging an ihm vorbei und trug dabei einen Regenschirm bei sich. Was der Familienvater aber nicht rechtzeitig bemerkte, war, dass an der Spitze des Regenschirms eine Spritze befestigt worden war. Mit seinem Regenschirm und der Spritze am oberen Ende stach der Unbekannte den 40-jährigen Mann ins Gesäß und flüchtete daraufhin. Was der Mann zu diesem Zeitpunkt nicht wusste, war, dass in der Spritze Quecksilber gewesen ist. Der Täter hatte diese hochgiftige Flüssigkeit in die Spritze gefüllt und vielleicht zufällig jemanden damit angegriffen. Der Zustand des Mannes, der getroffen wurde, verschlechterte sich drastisch, bis er schließlich ins Koma fiel und aufgrund dieser Vergiftung verstarb. Bis heute konnte nicht geklärt werden, wer dieser mysteriöse Mann mit dem Regenschirm gewesen ist oder warum er eine so schreckliche Tat begangen hat. Anneliese Michel. Der Fall Anneliese Michel ereignete sich in den 1970er Jahren in Deutschland und ist einer der bekanntesten Fälle von angeblicher Dämonenbesessenheit.
Anneliese Michel wurde am 21. September 1952 in Leibelfing, Bayern geboren. Sie war eine gläubige katholische junge Frau, die ab ihrem 16. Lebensjahr psychische Probleme darstellte. Im Laufe der Zeit entwickelte sie Symptome wie Depression, Wahnvorstellung, selbstverletzendes Verhalten und starke Essstörung. Anneliese und ihre Familie suchten medizinische und psychiatrische Hilfe, aber ihre Zustände verbesserten sich nicht. Im Jahr 1973 glaubten Anneliese und ihre Eltern, dass sie wahrscheinlich von Dämonen besessen sei und wandten sich deswegen an die katholische Kirche. Grund für diese Annahme waren unterschiedliche Beobachtungen, die bei Anneliese gemacht wurden. Unter anderem soll sie zum Beispiel mit der Stimme des Teufels gesprochen haben. Ihre Augen sollen beim Betreten einer Kirche schwarz geworden sein. Sie soll übermenschliche Kraft verwendet haben. Ihre Hände sollen sich in Tatzen verwandelt haben und vieles mehr. Zwei Priester wurden beauftragt, Exorzismusrituale durchzuführen, um die vermeintlichen Dämonen auszutreiben. Über einen Zeitraum von etwa 10 Monaten wurden insgesamt 67 Exorzismus-Sitzungen mit Anneliese durchgeführt. Während dieser Sitzung zeigte sie angeblich aggressive und selbstzerstörerische Verhaltensweisen. Ihr Zustand verschlechterte sich immer weiter und sie entwickelte körperliche Symptome wie Unterernährung und starke Dehydration. Am 1. Juli 1976 starb Anneliese Michel im Alter von nur 23 Jahren infolge ihrer Unterernährung. Die Todesursache und die Umstände ihres Todes führten zu einem Gerichtsverfahren, bei dem die Eltern und die beteiligten Priester wegen fahrlässiger Tötung angeklagt wurden. Hitlers Verbleib. Ebenfalls ein unfassbar bekanntes Mysterium. Am Ende des Zweiten Weltkriegs hat Hitler sich offiziell in seinem Bunker in Berlin das Leben genommen. Teile seiner Überreste, wie zum Beispiel seine Zähne, wurden in der Nähe vergraben von sowjetischen Truppen entdeckt. Obwohl hier die Sache ziemlich eindeutig ist, glauben bis heute viele Menschen, dass er in Wahrheit gegen Ende des Krieges verschwunden ist, um sich seiner gerechten Strafe zu entziehen. Die Vermutung, wo er hin verschwunden ist, ist vielfältig. Manche gehen davon aus, er wäre nach Argentinien geflohen, wie auch zum Beispiel andere Leute aus seinem Umfeld. Andere vermuten, er wäre zurück nach Österreich gegangen. Doch es gibt auch sehr abwegige Theorien. So glauben manche, dass er zu einer Geheimbasis in der Arktis floh, während andere meinen, er wäre mit Hilfe einer Rakete auf die Rückseite des Mondes geflogen. Die Wahrheit ist hier allerdings nicht so abenteuerlich. Lars Mittank. Lars Mittank, ein deutscher Tourist, reiste im Juni 2014 mit Freunden nach Bulgarien. Während seines Aufenthalts entwickelte er plötzlich eine mysteriöse Paranoia und starke Angstzustände. Er fühlte sich verfolgt und glaubte, dass ihm jemand nach dem Leben trachtete. Am 8. Juli 2014 wurde Lars Mittank in einem Hotel in Varna, Bulgarien, von einem Arzt untersucht und erhielt die Diagnose einer akuten Mittelohrentzündung. Diese entstand aufgrund eines Trommelfellrisses, der am Tag zuvor durch einen Schlag auf das Ohr zugefügt worden war. Der Arzt riet ihm, nicht nach Deutschland zu fliegen, weil eben der Druck in der Flugzeugkabine dafür sorgen könnte, dass das Ohr weiter reißt. Er bot an, weitere medizinische Hilfe ihm anzubieten bzw. dass er ins Krankenhaus gehen sollte. Da Lars eben nicht mit nach Deutschland konnte, flogen seine Freunde, die mit ihm im Urlaub waren, ohne ihn zurück. In der folgenden Nacht passierten dann plötzlich merkwürdige Dinge. So rief Lars mehrfach bei seiner eigenen Mutter an und sagte ihr, dass er verfolgt wurde und Leute ihn beseitigen wollen. Auch Überwachungskameraaufnahmen seines günstigen Hotels belegen, dass Mittank scheinbar ängstlich wirkt und vor irgendwem sich zu verstecken scheint. Diese Verfolger wurden allerdings von niemandem gesehen. Am nächsten Tag sollte Lars Mittank zurück nach Deutschland fliegen. Auf dem Flughafen ging er erneut zu einem Arzt. Dieser gab ihm zwar die Genehmigung, nach Deutschland zu reisen, doch als ein weiterer Mitarbeiter des Flughafens, der bis heute nicht identifiziert werden konnte, den Raum betrat, bekam Mittank plötzlich Panik. Er sagte, er wolle nicht sterben, ließ sein Gepäck, sein Handy und alles andere zurück und rannte schließlich weg. Bei der Flucht sprang er über einen Zaun auf dem Flughafengelände und verschwand in einem Sonnenblumenfeld dahinter. Lars Mittank verschwand daraufhin spurlos. Es gibt einige wenige bekannte Hinweise auf seine Aktivitäten nach diesem Vorfall. Er soll sich in einem Waldgebiet versteckt und in einem verlassenen Gebäude aufgehalten haben.
Zeugen berichten auch, dass er ängstlich und paranoid wirkte. Ob diese Person, die gesichtet wurde, allerdings wirklich Lars war, konnte nicht geklärt werden. Trotz intensiver Suchaktionen und internationaler Medienberichterstattung wurde Lars Mittank nie gefunden. Als nächstes kommen wir zur Ebene 2. Jetzt kommen die Mysterien, die hauptsächlich deutschlandweit bekannt sind, aber nicht international mehrfach durch die Presse gingen. Moorbach-Werwolf. Das Moorbach-Monster oder der Moorbach-Werwolf ist ein gruseliges Geschöpf, das hier in Deutschland gesichtet wurde. In den 1980er Jahren trieb scheinbar ein gruseliges Geschöpf in Deutschland sein Unwesen. Mehrere Einwohner der kleinen Stadt Moorbach in Rheinland-Pfalz beschrieben, dass sie eine Kreatur im Wald gesehen hätten. Diese Kreatur sah optisch wie ein Mischwesen aus Mensch und Wolf aus, weswegen einige Nachrichtenagenturen sofort vom Moorbach-Werwolf titelten. Diese Kreatur, die unabhängig voneinander gesichtet wurde, soll übermenschlich stark und schnell gewesen sein. Viele Nächte strifft diese Kreatur umher und habe angeblich auch Tiere und Menschen angegriffen. Die Beweislage zu diesem Vorfall ist allerdings ziemlich vage, denn diese Zeugenaussagen kamen erst einige Jahre später ans Licht und wurden auf Online-Foren verbreitet. Der ursprüngliche Vorfall wurde von einigen US-amerikanischen Soldaten gemeldet, die im Jahr 1988 in Moorbach dieser Kreatur sehr nahe kamen. Das Wesen soll direkt vor ihnen gestanden haben und floh dann mit einer übermenschlichen Geschwindigkeit. Wer dieser Werwolf wirklich ist, ist bis heute nicht bekannt. Es gibt einige Legenden über ihn, so zum Beispiel, dass er einst ein Soldat unter Napoleon gewesen ist, der von dem Kriegsdienst wegrannte. Doch wirklich klare Fakten und Beweise hat hier niemand. Licht von Brieselang. Seit einigen Jahrzehnten kommt es in der Ortschaft Brieselang zu einer gruseligen Sichtung. Unterschiedlichste Menschen berichteten, dass sie unheimliche Lichtkugeln in einem Wald gesehen haben. Manche beschrieben, dass diese Lichtkugeln sich merkwürdig bewegten, so als hätten sie ein eigenes Leben, als würden sie flüchten oder sich verstecken. Manche sagten, dass diese Kugeln durch den Wald flogen, während andere sie am Himmel gesehen hatten. Woher diese oft dokumentierten Lichter jedoch kamen, die sogar in Videos auf YouTube zu sehen sind, ist nicht bekannt. Es gibt einige Theorien, manche davon übernatürlich, andere logisch, doch keine Theorie konnte diese Vorfälle erklären. Manche gehen davon aus, es handele sich bei den Lichtkugeln um merkwürdige Kugelblitze, während andere eher vermuten, dass Aliens hier die Hand mit im Spiel haben oder dass dieser leuchtende Orb vielleicht der Geist eines Mädchens ist, das im Jahr 1945 in genau diesem Wald verstarb. Genau wissen tun wir es nicht. Kaspar Hauser. Im Jahr 1828 tauchte ein etwa 16-jähriger Junge namens Kaspar Hauser in Nürnberg auf. Er trug einfache Kleidung und hatte kaum Sprachkenntnisse. Er behauptete, dass er sein gesamtes bisheriges Leben in einem dunklen Verlies verbracht habe, in dem er von einer unbekannten Person isoliert worden sei. Kaspar Hauser wurde in die Obhut von Bürgern genommen und erregte schnell großes Interesse der Öffentlichkeit. Er erlernte allmählich das Sprechen und gab verschiedene widersprüchliche Geschichten über seine Herkunft ab und auch über sein früheres Leben. Er behauptete, dass er ohne Kontakt zur Außenwelt aufgewachsen sei und dass er nicht wisse, wer er denn ist oder woher er genau kommt. Es gab viele Theorien und Spekulationen über seine Identität. Einige glaubten, dass er ein entführter Adliger oder Erbberechtigter sein könnte, während andere behaupteten, dass er vielleicht einfach nur ein Betrüger sei und die ganze Geschichte erfunden habe. Im Jahr 1833 wurde Kaspar Hauser in Nürnberg tödlich verwundet aufgefunden. Zuvor wurde er schon mehrfach von Leuten angegriffen, die er nicht kannte. Es wurde vermutet, dass er von einem unbekannten Angreifer attackiert wurde. Die genauen Umstände seines Todes blieben jedoch ungeklärt und es gibt verschiedene Theorien darüber, wer für seine Verletzung verantwortlich sein könnte. Der Fall Kaspar Hauser faszinierte die Menschen damals und bleibt bis heute ein rätselhaftes Ereignis. Trotz vieler Untersuchungen und Spekulationen konnte seine wahre Identität nie zweifelsfrei geklärt werden. Und es bleiben weiterhin viele Fragen und Geheimnisse rund um sein Leben und auch seinen Tod. Der Großmann. Eine gruselige Legende aus Deutschland, die bis heute nicht gänzlich belegt werden konnte.
Angeblich ist die Inspiration für den weltbekannten Slenderman eine deutsche Sagensgestalt namens der Großmann. Dabei handelt es sich um eine große Gestalt ohne Gesicht, mit langen Extremitäten, die im Schwarzwald gelebt haben soll und nachts aus dem Wald kam, um Kinder zu entführen, die nach Anbruch der Dunkelheit weiterhin auf den Straßen umherwanderten. Ob diese Legenden allerdings tatsächlich echt sind, wird bis heute bezweifelt. Damit meine ich nicht, ob der Großmann ein echtes Wesen ist, sondern ob diese Legende tatsächlich früher in Deutschland sich erzählt wurde oder ob sich jemand einen Spaß erlaubte und diese Geschichte im Nachhinein erfunden hat. Kommen wir nun zu Ebene 3. Und nun kommen wir zu Mysterien, die auch hier in Deutschland nicht sonderlich geläufig sind. Und glaubt mir, hiernach werden wir ziemlich schnell sehr abstrakt mit wirklich gruseligen und unfassbar unerklärlichen Vorfällen. Ludwig II. Ludwig II. War König von Bayern gewesen und trug den Beititel der Märchenkönig. Diesen Titel bekam er aufgrund seines exzentrischen Verhaltens und seiner Vorliebe für Märchen und große prachtvolle Bauten, die Bayern sich eigentlich gar nicht leisten konnte. So ließ er unter anderem das Schloss Neuschwanstein errichten. Da er allerdings immer mehr Bauten in Auftrag gab, verschuldete er sich zunehmend. Das Ganze nahm solch ein katastrophales Ausmaß an, dass seine Regentschaft über Bayern als instabil angesehen wurde und viele Leute forderten, dass der König zurücktritt, bevor er das Königreich Bayern komplett in den Ruin treibt. Im Jahr 1886 wurde er zudem für geisteskrank erklärt und vorsichtshalber unter Arrest gestellt, damit er keinen weiteren Schaden anrichten konnte. Dabei stand er im Schloss Berg am Starnberger See unter ständiger Beobachtung. Am 13. Juni 1886 gegen 18 Uhr wollte er einen Spaziergang am See entlang machen. Da er alleine diesen Spaziergang nicht antreten durfte, begleitete ihn sein Psychiater, Dr. Bernhard von Gudden. Die beiden gingen los, aber kehrten nicht mehr zurück. Nach ca. 3 Stunden wurden ihre Körper im See entdeckt. Was genau mit ihnen passiert war, konnte jedoch keiner erklären. Die offizielle Todesursache wurde lediglich als Ertrinken festgehalten. Dass diese beiden Männer allerdings nicht aus dem Nichts ertrunken sind, war ziemlich offensichtlich. Aufgrund der mysteriösen Umstände gab es sofort viele Theorien. Man vermutete, dass der König Ludwig sich sein eigenes Leben nehmen wollte, da er keinen Sinn mehr darin sah. Beim Versuch, ihn davon abzuhalten, verstarb dann eventuell auch sein Psychiater. Eine andere Theorie ist, dass vielleicht jemand beauftragt wurde, Ludwig zu beseitigen, da man sich davor fürchtete, dass er noch genug Rückhalt im Volk hatte, um seine Machtposition zurückzuerlangen. Dies würde zumindest erklären, warum auch nie ausreichende Ermittlungen durchgeführt wurden. Bis heute kann niemand erklären, was genau mit dem Märchenkönig passiert ist. Weihnachtsmarktgift. Im Jahr 2011 ereignete sich in Deutschland ein krankes Verbrechen. Ein unbekannter Mann war in Berlin auf Weihnachtsmärkte gegangen, um dort den Besuchern Glühwein und Schnaps anzubieten. Soweit war das Ganze nicht ungewöhnlich und viele tranken die Getränke des Mannes. Was sie allerdings nicht wussten, war, dass dieser Mann aus ungeklärten Gründen Gift in die Getränke gemischt hatte. Scheinbar hatte er kein bestimmtes Ziel gehabt. Er wollte nur so viele Menschen wie möglich vergiften und danach spurlos verschwinden. Bei diesem Mann handelt es sich um eine Person, die heutzutage Mitte 50 wäre und damals dunkelblonde, sehr kurze Haare hatte. Unter seinen Opfern war unter anderem auch 2 15-jährige Mädchen. Glücklicherweise konnten alle Betroffenen gerettet werden. Ihre Symptome beschränkten sich lediglich auf Schwindel, Übelkeit und Erbrechen. Die weiße Frau. Es gibt eine gruselige Legende um die Ebersberger Forstfrau in Bayern oder die Legende der weißen Frau. Dabei handelt es sich um eine geisterhafte Erscheinung, die von unterschiedlichsten Autofahrern in der Nähe einer kleinen Waldkapelle gesichtet wurde. Optisch sieht die Frau nicht sonderlich gruselig aus. Häufig wird sie als schöne junge Frau in weißem Kleid beschrieben und mehr nicht. Besonders an ihr ist aber ihr Verhalten. Denn sie soll mitten in der Nacht auf der Straße oder am Straßenrand stehen, so als ob sie nach einer Mitfahrgelegenheit Ausschau hält. Wenn Autofahrer für sie anhalten, wird sie verschwinden und kurze Zeit später auf der Rücksitzbank des Autos neu erscheinen. Sie fährt dann ein paar Meter mit, bevor sie dann wieder aussteigt.
Sollten die Autofahrer allerdings nicht anhalten und einfach weiterfahren, so wird die Frau wütend und taucht ebenfalls auf der Rückbank des Fahrers auf. Dabei soll sie den Fahrer dann so sehr erschrecken oder sogar ins Lenkrad greifen, dass der Fahrer gegen die nahegelegenen Bäume fährt und somit das eigene Leben gefährdet wird. Angeblich soll es sich bei der Frau um den Geist eines Unfallopfers handeln, die an dieser Stelle verunglückte und wo der Unfallfahrer Fahrerflucht beging. Beweise dafür gibt's natürlich keine. Der Rattenfänger. Eine bekannte deutsche Legende ist die des Rattenfängers von Hameln. Ein Mann, der von der Stadt Hameln angeheuert wurde, um die dortige Rattenplage zu beseitigen. Dabei soll der Mann mit seiner Flöte ein Lied gespielt haben, was dazu führte, dass die Ratten in Scharen ihm aus der Stadt folgten. Sie schienen wie in Trance von seiner Musik zu sein und bemerkten nicht, dass er sie zu einem nahegelegten Fluss brachte. Dort ertranken die Ratten und er hatte somit seinen Teil der Vereinbarung erfüllt. Als er dann jedoch seine Bezahlung abholen wollte, weigerte sich die Stadt Hameln, ihm das Geld zu geben. Schließlich waren die Ratten weg und er konnte sie auch nicht mehr zurückbringen. Wütend soll der Rattenfänger dann eines Nachts in die Stadt zurückgekehrt sein und spielte dann erneut ein Lied auf seiner Flöte. Nur dass diesmal keine Ratten ihm hinterherliefen, sondern die Kinder der Stadt. Angeblich soll er als Strafe Dutzende Kinder entführt haben. Wo er sie hinbrachte und wohin er selbst verschwand, konnte allerdings nie geklärt werden. Diese Legende wird häufig als ein Fakt dargestellt, doch die Faktenlage sieht hier ein wenig anders aus. In den Geschichtsbüchern finden sich keine Beweise, dass die Geschichte vom Rattenfänger wirklich passiert ist. Viele vermuten, dass es sich hierbei nur um eine Legende handelt, die Kindern erzählt wurde, um sie zu überzeugen, dass sie nicht mit fremden Leuten mitgehen dürfen. Trotzdem gibt es manche Quellen, die zeigen, dass es in dem Jahr des Rattenfängers überraschend viele vermisste Kinder gegeben hat. Und damit kommen wir auf Ebene 4 an. Und ich wette, jetzt werdet ihr die meisten Legenden noch nie gehört haben. Und ich wette auch, ihr werdet euch fragen, warum ihr sie so lange nicht gehört habt. Langdonk. Am 7. Juni 1997 war ein niederländisches Ehepaar namens Langdonk mit einem Camper in Bayern unterwegs gewesen. Was eigentlich nur ein schöner Urlaub werden sollte, endete jedoch in einer schrecklichen Tragödie. Denn nahe dem kleinen Örtchen Litzwalchen an einem Waldrand machte das Paar Rast, als eine bis heute unbekannte Person sich dem Ehepaar näherte und eine grausame Tat beging und das Leben des Paares beendete. Doch danach wurde dieser Fall noch seltsamer. Denn einen Tag später entdeckten Passanten auf einem Waldparkplatz in der Nähe von Nürnberg die Überreste eines ausgebrannten Wohnmobils. Dies war das Wohnmobil der Langdonks. Der Täter war also über 230 Kilometer oder 3 Stunden mit dem Wohnmobil gefahren, um es in derselben Nacht zu verbrennen. Dann fuhr er mit einem Taxi zum Hauptbahnhof zurück und fuhr von dort mit einem weiteren Taxi zurück in den Landkreis Traunstein. Dies legt die Vermutung nahe, dass der Täter aus dieser Region auch stammte und den Wohnwagen weggefahren hatte, um irgendwie seine Spur zu verwischen. Warum er diese Tat allerdings beging, ist nicht bekannt. Das ältere Ehepaar hatte keine Wertsachen bei sich und es schien auch nichts gestohlen worden zu sein. Bis heute bleibt dieser schreckliche Vorfall ein Rätsel. Das Mädchen vom Main. Am 31. Juli 2001 wurde der Körper eines unbekannten Mädchens im Main gefunden. Das Mädchen, das später als Mädchen vom Main bekannt wurde, war zwischen 14 und 16 Jahre alt gewesen. Sie war 1,57 groß und wog 38,5 Kilo. Das Gruselige an diesem Vorfall war, obwohl es sich in einem belebten Ort abspielte, konnte niemand sagen, wer dieses Mädchen gewesen ist. An ihrem Körper wurden unterschiedlichste Verletzungen entdeckt, die ihr zu Lebzeiten zugefügt wurden und die nicht ärztlich behandelt gewesen sind. Man fand Narben, verheilte Brüche, Stellen von ausgedrückten Zigaretten und vieles, vieles mehr. Die Polizei startete eine intensive Ermittlung, um die Identität des Mädchens herauszufinden und die Umstände ihres Todes zu klären. Trotz umfangreicher Ermittlungen und internationaler Bemühungen konnte die Identität des Mädchens nie zweifelsfrei festgestellt werden. Das Mysterium um das Mädchen vom Main führte zu zahlreichen Spekulationen und Theorien über ihre Herkunft und den Grund für ihren Tod.
Es wurde vermutet, dass sie möglicherweise Opfer eines Verbrechens wurde oder dass sie aus einer schwierigen familiären Situation stammte und dass eben ihre eigene Familie ihr das angetan hat. Es könnte sein, dass sie jahrelang eingesperrt gewesen ist. Dies würde erklären, wieso auf der ganzen Welt niemand weiß, wer dieses Mädchen ist. Yokze. Das Yokze-Mysterium oder Yogtze-Mysterium bezieht sich auf den ungeklärten Tod von Günther Stoll im Jahr 1984 in Deutschland. Der Vorfall hat bis heute Rätsel aufgegeben und zahlreiche Spekulationen und Theorien hervorgerufen. Am 26. Oktober 1984 verschwand Günther Stoll, ein 35-jähriger deutscher Elektronikingenieur, von seinem Arbeitsplatz. Am Abend zuvor, gegen 23 Uhr, sagte seine Frau, dass Stoll auf einem Sessel neben ihr saß und einfach nur apathisch vor sich hin starrte. Beinahe so, als würde er krampfhaft irgendetwas überlegen. Dann plötzlich sagte er aus dem Nichts die Worte: "Jetzt geht mir ein Licht auf." Er schrieb dann auf ein Stück Papier die Worte Yokze bzw. das Wort Yokze, aber strich es danach sofort wieder durch. Anschließend soll er zu seinem Lieblingspub aufgebrochen sein und danach fuhr er in seine Heimatstadt, in der er aufgewachsen war. Dort weckte er eine ältere Dame, die er von früher kannte, und verwickelte sie in ein Gespräch. Zu ihr soll er gesagt haben, dass er diese Nacht etwas Schreckliches erleben wird oder dass diese Nacht etwas Schreckliches passieren wird. Da er allerdings etwas verwirrt wirkte, wies sie ihn ab und riet ihm, zu seinem Elternhaus zu fahren. Was Stoll allerdings ablehnte, weil er meinte, dass die Leute, die dort leben, ihn nicht verstehen werden. Gegen 3 Uhr fanden zwei LKW-Fahrer dann den verunfallten Wagen von Stoll in einem Graben der A45 kurz vor der Ausfahrt Hagen Süd. Zusätzlich erblickten sie eine Person in einer hellen Jacke, die um den Wagen herumgelaufen war. Sie riefen sofort die Polizei über eine Notrufsäule an, die kurz daraufhin zum Unfallort fuhr und im Inneren des Autos den noch lebenden Günther Stoll vorfand. Er war vollständig entkleidet gewesen und war nur noch leicht bei Bewusstsein. Er sagte den Beamten, dass 4 andere männliche Personen im Wagen mit ihm waren, die allerdings abgehauen sind. Mehr Informationen konnte er allerdings nicht bieten. Noch auf der Fahrt ins Krankenhaus verstarb er leider. Allerdings nicht aufgrund des Autounfalls, sondern weil er scheinbar vor diesem Unfall bereits lebensgefährlich verletzt wurde. Bis heute weiß niemand, was es mit dem Yokze-Fall auf sich hat und wer diese seltsamen Männer sind, die Günther Stoll scheinbar im Auto hatte. Die Tanzkrankheit. Diesen Punkt können wir recht kurz halten. Im Jahr 1518 kam es in einigen deutschen Städten dazu, dass unterschiedliche Personen plötzlich auf offener Straße anfingen, wie verrückt zu tanzen. Die Betroffenen wussten nicht, warum sie tanzen mussten, aber sie spürten, dass sie nicht in der Lage gewesen sind, aufzuhören. Je länger die Betroffenen tanzten, desto mehr Leute fühlten den Drang, mitzumachen. Es gibt angebliche Berichte von mehreren hundert Leuten, die im Monat auf der Straße den kräftezehrenden Tanz aufgeführt hatten. Damals wurde vermutet, dass die Personen von Dämonen besessen waren und sich deswegen nicht wehren konnten. Eine Segnung half damals auch, dass sie das seltsame Verhalten unterließen. Heutzutage gibt es die Vermutung, dass die Leute von einer sogenannten Massenhysterie betroffen waren. Ein Zustand der Verwirrung, der in großen Menschenmassen auftreten kann und normalen Leuten das Gefühl gibt, Dinge zu sehen, die nicht da sind, oder Dinge zu tun, die sie eigentlich nicht tun wollen. Nun sind wir in der vorletzten Ebene angekommen, Ebene 5. Und ihr werdet jetzt auch noch einige Mysterien sehen, die tatsächlich nicht aus Deutschland kommen, sondern eben aus Österreich und der Schweiz. Gold in Toblitz. Es wird behauptet, dass gegen Ende des Zweiten Weltkriegs unterschiedlichste Offiziere des Dritten Reiches im Jahr 1945 versucht haben, gestohlenes Gold, Fälschung von britischen Pfundnoten und andere wertvolle Gegenstände im Toblitzsee zu verstecken. Unter anderem große Kunstwerke, die bis heute als verloren gelten. Der See liegt in der Nähe von Hallstatt in Österreich und wurde vermutlich wegen seiner abgelegenen Lage und der Tiefe des Gewässers ausgewählt. Das Schicksal des versteckten Goldes in Toblitz wurde zu einem Mysterium, da die genaue Lage der Verstecke nie offiziell bekannt gegeben wurde.
Im Laufe der Jahre gab es zahlreiche Expeditionen, Tauchgänge und Schatzsuchen, um das vermeintliche Gold zu finden. Einige Taucher und Schatzsucher behaupteten, auf metallische Objekte und Holzkisten im See gestoßen zu sein. Dennoch waren die Funde oft umstritten und es gab keine eindeutigen Beweise für das Vorhandensein des Goldes im Toblitzsee. Trotz der intensiven Bemühungen blieb das Mysterium des Goldes ungelöst. Es wird vermutet, dass einige der vermeintlichen Schätze möglicherweise noch von den Offizieren selbst oder von anderen Parteimitgliedern während des Krieges geborgen wurden. Andere glauben, dass das Gold immer noch in den Tiefen des Sees verborgen liegt oder möglicherweise von viel Sediment bedeckt ist. Felix Tschöck. Der Vermisstenfall um Felix Tschöck ist wirklich unfassbar. Hierbei handelt es sich um ein 6 Monate altes Kind, das in Dresden entführt wurde. Die Eltern waren damals natürlich sofort in Panik gewesen und alarmierten sofort die Polizei. Eine große Suchaktion wurde aufgelegt, um dieses Kind wieder zu finden. Doch während die Ermittlungen liefen, passierte eine Woche später etwas Unglaubliches. Denn in Dresden fand man plötzlich ein zurückgelassenes Kind, das alleine in einem Hausflur aufgefunden wurde. Dieses Kind sah exakt so aus wie Felix Tschöck, nur dass er älter als Felix gewesen ist und zudem scheinbar russischer Abstammung war. Trotz intensiver Suche konnte Felix seitdem nie wieder gefunden werden. Doch es gibt eine wirklich gruselige vorherrschende Theorie. Eventuell war eine Mutter von ihrem eigenen Sohn genervt gewesen und bemerkte dann den jungen Felix Tschöck, der ihrem Baby zum Verwechseln ähnlich sah. Also tauschte sie einfach ihr eigenes Kind mit Felix und verschwand dann spurlos mit dem neuen Kind. Der Goldzug. Das Mysterium um den Goldzug der Deutschen bezieht sich auf die angebliche Existenz eines verschollenen Zuges, der während des Zweiten Weltkriegs von deutschen Nationalsozialisten beladen und in Polen versteckt wurde. Es wird behauptet, dass der Zug, auch bekannt als Goldzug, mit kostbaren Kunstwerken, Juwelen und Gold beladen war. Die Legende besagt, dass er im Frühjahr 1945 von Breslau in Richtung des Riesengebirges geschickt wurde, um ihn vor der heranrückenden sowjetischen Armee zu verstecken. Das genaue Schicksal und der Verbleib des Goldzuges blieben jedoch lange Zeit unbekannt. Die Suche nach dem Zug führte zu vielen Spekulationen und Abenteuern. Im Jahr 2015 gab es dann plötzlich Berichte, dass der Zug in der Nähe einer polnischen Stadt entdeckt worden sei, aber diese Behauptungen wurden später widerlegt. Bis heute ist der tatsächliche Verbleib des Goldzuges unbekannt und es gibt weiterhin Spekulationen und Schatzsuchen, um ihn zu finden. Einige glauben, dass dieser Zug möglicherweise in geheimen Tunneln oder unterirdischen Bunkern versteckt ist, während andere davon ausgehen, dass er während der Kriegszeit bereits entdeckt und geplündert wurde. Le Loyon. In den frühen 2000er Jahren hatten viele Menschen aus der Schweiz eine gruselige Gestalt in den Wäldern von Molls gesehen. Denn immer wieder ging eine Person einen Waldweg entlang, aber das Gruselige hierbei war die Kleidung dieser Gestalt. Denn bekleidet war sie mit einem tarnfarbenen Umhang und über den Kopf hatte sie eine Gasmaske gestülpt. Dieses Wesen wurde als Le Loyon bezeichnet und verängstigte viele Passanten. Manche vermuteten, dass es sich bei Le Loyon um einen Mörder handelte oder um einen Perversen. Diese Vermutungen konnten allerdings nie bestätigt werden und auch Untersuchungen der Polizei brachten hervor, dass es keinerlei Grund zur Besorgnis gab. Von Le Loyon gab es selbst nie irgendein aggressives oder böswilliges Verhalten. Er ging meistens einfach nur seinen Weg entlang und versuchte den Kontakt mit anderen Passanten zu vermeiden. Auch wenn manche Leute beschrieben, dass Le Loyon sie aus dem Wald heraus so lange beobachtet hatte, bis sie verschwanden. Wer also dieser maskierte Mann war und was sein Ziel gewesen ist, weiß niemand. Und damit sind wir nun bei der 6. und somit letzten Ebene angekommen. Die wohl seltsamsten, mysteriösesten und unbekanntesten Rätsel, die es in Deutschland gibt. Also viel Spaß. Das Bremer Dreieck. Vermutlich kennt ihr das sogenannte Bermuda-Dreieck. Ein Bereich, in dem Schiffe, Menschen und sogar Flugzeuge spurlos verschwinden und nie wieder aufgefunden werden. Doch genau so ein Bermuda-Dreieck gibt es auch hier in Deutschland.
Dabei handelt es sich um das Bremer Dreieck oder auch Todesdreieck genannt. Zwischen 1977 und 1987 verschwanden in einem Gebiet zwischen Cuxhaven, Bremen und Bremerhaven insgesamt 13 junge Frauen spurlos. Die Körper von 6 Frauen wurden später entdeckt, während die restlichen 7 bis heute nicht gefunden werden konnten. Man vermutet, dass man es hierbei mit einem oder mehreren Serientätern zu tun hat, die aus irgendeinem Grund nach 10 Jahren sich entschieden hatten, ihre Taten zu beenden. Der Fall um das deutsche Bermuda-Dreieck konnte nie gänzlich aufgeklärt werden. Manche Leute haben bis heute Angst, dass es wieder losgehen kann. Der Kampf über Stralsund. Als Kampf über Stralsund wird ein mysteriöses Ereignis bezeichnet, das sich im April 1665 ereignete. Dabei beobachteten 6 Fischer, wie scheinbar über der Ostsee nahe Stralsund ein Krieg zwischen UFOs sich abspielte. Sie sahen graue Scheiben, die am Himmel erschienen und scheinbar in einen Kampf untereinander ausbrachen. Sie sahen also scheinbar fliegende Untertassen, die hier auf der Erde einen Kampf abhielten. Die Fischer waren natürlich extrem verängstigt gewesen und als eine dieser Scheiben über die Nikolaikirche aufstieg, rannten die Männer so schnell es ging weg und versteckten sich. Auch am nächsten Morgen bemerkten sie, dass sie noch immer am ganzen Körper zitterten und über schwere Schmerzen klagten. Schmerzen, wo sie allerdings nicht wussten, wovon sie zugefügt wurden. Damals gab es unterschiedliche Theorien, was die Männer gesehen haben. Während manche wirklich von UFOs ausgegangen sind, die über Stralsund kämpften, dachten andere eher, dass die Menschen Vogelschwärme gesehen hatten und diese fehlerhaft interpretierten und daraufhin eben dachten, dass die durcheinander fliegenden Vögel UFOs waren, die sich gegenseitig attackierten. Es gab außerdem damals noch die Vermutung, dass eben die Untertassen ein Zeichen Gottes waren und als Warnung dienen sollten. Was diese Männer damals wirklich gesehen haben, kann bis heute nicht erklärt werden. Frauke Liebs. Frauke Liebs ist einer der mysteriösesten und gruseligsten Vermisstenfälle, den es jemals hier in Deutschland gegeben hat. Im Jahr 2006 verschwand die junge Frau plötzlich aus Paderborn. Es war der 20. Juni, an dem sie mit ihrer Mutter und ihrem Mitbewohner, der ihr Ex-Freund gewesen ist, zum Essen eingeladen war. Während diesem Treffen erhielt sie eine SMS einer Freundin, die fragte, ob sie zusammen das Spiel der Fußball-WM sehen wollten. Liebs fuhr also nach dem Essen zu einem Irish Pub, in dem das Spiel übertragen wurde. Es handelte sich dabei um das Spiel Schweden gegen England. Während dieser Zeit konnte man bemerken, dass Liebs mehrere SMS an einen Unbekannten schrieb, bis ihr Telefon leer gewesen ist und sie einen Ersatzakku auslieh. Das letzte Mal, dass sie gesehen wurde, war kurz danach, als sie nach dem Spiel gegen 23 Uhr den Pub verließ und den Heimweg antrat. Soweit so gut, doch es wird jetzt noch seltsamer. Denn um 0.49 Uhr erhielt der Mitbewohner von Liebs eine SMS von ihr, dass sie verspätet heimkommen würde. Das tat sie allerdings nicht. Eine Überprüfung der Funkdaten stellte zudem fest, dass diese Nachricht schon gar nicht mehr aus Paderborn abgeschickt wurde, sondern aus Nieheim-Entrup. Am nächsten Tag erschien Liebs dann nicht zur Arbeit, doch sie war immer noch am Leben. Denn in den nächsten Tagen meldete sich Frauke Liebs 5-mal telefonisch bei ihrem Mitbewohner. Meistens waren diese Telefonate abends abgesetzt worden und enthielten kaum bis gar keine Erklärung, was los sei. Zu Beginn deutete sie an, dass sie bald zurückkehren würde, aber jegliche Fragen, wo sie war, beantwortete sie entweder vage, ausweichend oder sogar gänzlich falsch. Diese Anrufe wurden aus unterschiedlichen Gewerbegebieten in Paderborn abgesetzt. Das letzte Telefonat erfolgte dann am 27. Juni. Bei diesem Gespräch wurde Liebs gefragt, ob sie gegen ihren Willen festgehalten werde. Auf diese Frage antwortete sie zunächst mit einem leisen Ja, aber danach sagte sie 2-mal laut Nein. Fast so, als wolle sie ihre Aussage zurücknehmen, damit eine Person, die sich gerade bei ihr befindet, nicht irgendetwas Schlimmes tut. Hiernach gab es dann keinen Kontakt mehr zu der jungen Frau. Im Oktober des gleichen Jahres wurde dann ihr Körper entdeckt. Es konnten weder Reifenspuren, Fingerabdrücke noch DNA-Spuren entdeckt werden. Trotz mehrfacher medialer Gesuche, Hinweise auf den Täter zu finden, konnte bis heute nichts über ihn in Erfahrung gebracht werden.
Der deutsche Jack the Ripper. Jeder kennt die Geschichte um Jack the Ripper, ein kaltblütiger Mann, der im viktorianischen England sein Unwesen trieb und mehreren Frauen das Leben nahm. Doch auch in Deutschland soll es einen Mann gegeben haben, der heutzutage besser als der deutsche Jack the Ripper bekannt ist. Sein Name ist Manfred Seel, ein scheinbar gewöhnlicher, netter Familienvater mit Frau und Tochter. Sein gesamtes Leben über gab es nichts Seltsames über ihn. Er war ein freundlicher Mann, der im Orchester ein Instrument spielte. Doch als er dann im Jahr 2014 verstarb und seine Tochter seine Wohnung ausräumte, machte sie eine schreckliche Entdeckung. Sie fand mehrere menschliche Überreste im Haus ihres Vaters. Als sie daraufhin die Polizei alarmierte, fanden diese weitere Beweise, dass ihr Vater scheinbar ein grausamer Serienkiller war. Ein Serienkiller, den die Polizei seit Jahrzehnten gejagt hat. Wie viele Menschen ihm wirklich zum Opfer fielen, ist nicht bekannt. Doch mehrere junge Frauen sollen von ihm entführt worden sein und das vermutlich aus sadistischen Gründen. Den Titel als deutscher Jack the Ripper erhielt er übrigens aufgrund einer Schlagzeile in der Bild-Zeitung, die ihn ebenso betitelte. Und das war der Eisberg mit gruseligen deutschen Mysterien und Legenden. Falls ihr noch mehr Dinge wisst, die ihr gerne eben erklärt haben wollt, oder falls es Dinge in diesem Video gab, über die ihr ein ganzes Video wollt, schreibt es gerne in die Kommentare. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und wir sehen uns hoffentlich beim nächsten, was auch immer ich mache. Bis dann aber. Tschüss.